Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Phoenix Wright Ace Attorney. Heute beginnen wir mit der letzten Episode, Episode 5 aus der Asche, und los geht's. Ein verregneter Tag, oh yeah. Okay. Zwei Monate ist es nun her, dass Maya das Büro verlassen hat. Zwei Monate ohne einen einzigen Fall. Es gab Angebote, aber ich habe keins angenommen. Das heißt, bis eines Tages dieses Mädchen auftauchte. 22. Februar, 10.02 Uhr, Anwaltskanzlei, Wright und Partner. Warum muss ich jeden Tag ins Büro kommen? Es ist ja nicht so, als ob ich arbeiten will. Da sind Sie ja endlich. Wo waren Sie? Die Verhandlung meiner Schwester ist morgen. Wer sind Sie? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Es ist nur wichtig, wer Sie sind. Sie sind der berühmte Strafverteidiger Mia Fey. Beinahe. Sie sind nicht Mia Fey, oder? Es tut mir leid, aber Frau Mia Fey, Sie arbeitet nicht mehr hier. Also Sie sind der Praktikant? Ich bin Phoenix Wright, ein Strafverteidiger. Wright, Wright. Moment. Sie sind der Phoenix Wright? Der Phoenix Wright vom Edgeworth-Mordfall? Ja. Ja, das ist richtig. Es war zwar nicht Edgeworth, der ermordet wurde. Was für eine Erleichterung. Sie sind besser als niemand. Es tut mir leid, ich befürchte, ich nehme im Moment keine Fälle an. Aber Sie sind Phoenix Wright, richtig? Der ungeschlagene Strafverteidiger. Hören Sie, ich nehme keine neuen Fälle mehr an. Es tut mir leid, aber Sie werden es anderweitig versuchen müssen. Bitte, mir läuft die Zeit davon. Aber... Bitte, Sie müssen mir helfen. Es geht um meine Schwester. Hä? Flashbacks? Oh mein Gott! Maya? Könnte es sein? Na gut, ich höre Ihnen zu. Wirklich? Vielen Dank. Ich heiße Emma. Emma Sky. Ich bin wissenschaftliche Ermittlerin. Wissenschaftliche Ermittlerin? So, okay, reden. Emma. Emma, nicht wahr? Sie sind wissenschaftliche Ermittlerin? Ja, das ist richtig. Stimmt etwas nicht? Nein, Sie wirken etwas, naja, nervös oder vielleicht einfach nur jung. Jung? Ich werde dieses Jahr 16. Ah, ich verstehe. Moment, erst 16? Ich werde mit Sicherheit in 3 Jahren offiziell der Forensik zugewiesen. Man kennt meine Arbeit mittlerweile recht gut und das trotz meines Alters. Und was genau ist im Moment dein Posten? Nun, vom juristischen Standpunkt gesehen, ich schätze, Sie könnten mich eine Elftklässlerin nennen. Aber ich bin bereit, meine Arbeit zu tun und das trotz meines Alters. Oh, toll, schon wieder ein zukünftiger Profi in der Ausbildung. Der Fall. Was steckt hinter diesem erwähnten Fall? Du sagst, die Verhandlung sei morgen? Meine Schwester ist unschuldig. Sie würde niemanden mit einem Messer erstechen. Das würde sie nicht. Oh, also war das in der Vorschau oder in diesem Dings anscheinend die Schwester. Also geht es um einen Mordfall. Mir ist egal, dass es einen Zeugen gibt, der sie gesehen haben will. Sie war es nicht. Ich weiß, dass sie es nicht getan hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Und gibt es... Es gibt einen Zeugen. Sprechen Sie nur mit ihr. Sie müssen mit ihr sprechen. Sicher, das werde ich wohl tun. Ich versprach ihr, ich würde Mia Fey holen, aber
Das ist interessant. Woher könnte sie mir erkennen? Wissenschaftliche Ermittlerin. So, du willst also eine wissenschaftliche Ermittlerin werden, wenn du groß bist? Wie bitte? Ich bin kein Kind. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es gut, ein Ziel zu haben, auch wenn es ein sehr ungewöhnliches ist. Ich bin der Meinung, dass man Ermittlungen wissenschaftlich angehen sollte. Sie nicht? Ja, man kann ihr auf jeden Fall keinen mangelnden Enthusiasmus vorwerfen. Behandeln wir den Fall wissenschaftlich, wird sich ihre Unschuld erweisen. Deine Schwester? Ich habe Nachforschungen angestellt, wissen Sie? Ich entwickle eine neue wissenschaftliche Methode der Falluntersuchung. Ich werde sie Ihnen zeigen, wenn ich damit fertig bin. Darauf freue ich mich schon. Ich schätze, ich soll zur Strafanstalt runtergehen und mit ihrer Schwester sprechen, aber was noch viel wichtiger ist, die Beziehung zu Mia. Meine Schwester hat ausdrücklich nach ihr gefragt. Mia Fey war ein paar Jahrgänge unter ihr auf der Schule. Also ging sie mit mir auf eine Schule. Sie hat mir immer gesagt, ich soll zu Mia gehen, wenn ich einen Anwalt brauche. Und nun ja, ich brauche einen. Übrigens ist Mia eine Frau. Mia? Ja, fand ich es schon komisch. Ja, ich fand es schon komisch, als ich sie gesehen habe. Nun ja, es ist nett, dass du deiner Schwester so hilfst. Ihr steht euch sicher nah. Oh. Hab ich was Falsches gesagt? Naja. Tatsächlich hasse ich sie ein wenig, wenn sie so ist wie jetzt. Hä? Aber sie ist meine ganze Familie. Deine ganze Familie? Was mit deinen Eltern? Sie starben bei einem Autounfall, als ich klein war. Oh, das tut mir aber leid. Okay. Dann gehen wir doch mal runter. Präsentieren. Halt, präsentiert. Ich bin Anwalt. Sehen Sie? Siehst du das? Das ist meine Anwaltsmarke. Ah, gut. Ich habe noch nie eine echte gesehen. Glaub mir, du bist die Erste, die sich wirklich für meine interessiert. Vorrangig aus Silber. Die Goldschicht blättert etwas ab. Sie hat sie analysiert. Wissenschaftlich. Es gibt keine offensichtliche Korrosion durch Sulfide. Ich würde Ihnen 50 Euro dafür geben. Oder Dollar. Tut mir leid, sie ist nicht zu verkaufen. Noch nicht zumindest. Okay, alles klar, dann gehen wir doch mal runter. Obala. Strafanstalt. 22. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Ich frage mich, was mit Emma los ist. Sie ist plötzlich so still geworden, seit wir angekommen sind. Wache, ich hab doch gesagt, dass ich keinen Besuch will. Entschuldigung, es ist nur Ihre Schwester. Keine Ausreden. Oder wollen Sie Ihre Gehaltserhöhung in diesem Jahr nicht, Verstanden. Was soll das denn? Hallo, Lana. Komisch. Ich erinnere mich daran, dass ich dich explizit angewiesen habe, nicht herzukommen. Vielleicht trügt mich meine Erinnerung. Nein, hör mir zu. Ich wollte gar nicht herkommen, okay? Aber deine Verhandlung ist morgen und du hast immer noch keinen Strafverteidiger. Ich stehe morgen vor Gericht. Das hat nichts mit dir zu tun, Emma. Nicht wahr, Herr Wright? Hey, woher kennen Sie mich? Mia hat sie erwähnt. Ich habe so einiges erfahren. Entschuldigung, aber was genau haben Sie? Mein Name ist Lana Sky. Ich bin die Generalstaatsanwältin dieses Bezirks. Sie sind Staatsanwältin? Genau. Zwei Schwestern, eine davon Anwältin. Könnte das ein Zufall sein? Emma, Lana. Ich meine, sie sind genau wie Mia und Maya. Alles in Ordnung, Herr Wright. Ja, wir reden doch mal. Der Fall. Etwas sollt sie von Anfang an wissen. Nämlich? Die Verdächtige in diesem Fall hat das Verbrechen gestanden. Moment. Aber die Verdächtige bist... Bin ich. Ich habe es getan. Nun, Herr Wright. Tja, warum fangen wir nicht damit an, dass Sie mir genau erzählen, was passiert ist? Das Verbrechen fand gestern statt, am 21. Februar um 17.15 Uhr. Das ist ziemlich genau. Es stand in der Zeugenaussage.
Mein Zeuge sah mich das Verbrechen eindeutig begehen. Nun, das war ziemlich Pech, nicht wahr? Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Die Leiche wurde im Kofferraum eines Untergebenen gefunden. Staatsanwaltschaft, im Kofferraum ihres Untergebenen? Klasse. Ich wurde auf der Stelle verhaftet, in flagranti erwischt sozusagen. Meine Güte, was ein Vokabular. Das Opfer. Also wer war das Opfer? Ein Ermittler des Polizeireviers. Ich denke, die richtige Bezeichnung ist Inspektor. Oh, hoffentlich nicht der Gamshow. Ein Inspektor? Tod durch Blutverlust. Er wurde einmal in den Bauch gestochen. Alter. Von Ihnen? Der Tod trat nicht sofort ein, aber die Wunde war tödlich. Ich verstehe. Gestatten Sie mir, dass ich mich wiederhole, Herr Wright. Das Opfer war ein Inspektor. Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Oh, oh. Was, Herr Wright? Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, die Polizei wird alles in Frage der... wird es als Frage der Ehre ansehen, dass man mich persönlich schuldig spricht. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende dafür tun. Je mehr ich darüber erfahre, umso schlimmer wird dieser Fall. Und Lana? Sie sind also die oberste Staatsanwältin. Das ist richtig. Ich überwache jedes Verfahren, das in diesem Bezirk verhandelt wird. Ich sorge dafür, dass die Staatsanwälte versorgt sind und regle alle Fragen. Das sind kurz gesagt meine Aufgaben. Ein ziemlich umfassendes, kurz gesagt. Trotzdem bin ich ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, dass Sie die Generalstaatsanwältin des Bezirks erkennen würden. Hä? Es erscheint sogar undenkbar, dass Sie es nicht tun. Lana? Was mit deiner Hand passiert? Ach das? Ich habe mich versehentlich geschnitten, als ich ihn erstach, genauer gesagt. Was? Was? Ich bin keine sonderlich geübte Verbrecherin, schätze ich. Wie soll ich in diesem Fall verteidigen? Wird Zeit, das Thema zu wechseln. Moment, sie war doch im Jahrgang über Mia, oder nicht? Genau, Beziehung zu Mia. Sie waren mit Mia zusammen auf der Schule, richtig? Ein paar Stufen über ihr. Emma hat Ihnen das ebenfalls erzählt, oder? Nun ja, warum auch nicht? Ich habe ihn den ganzen Weg von seinem Büro bis hierher geschleift. Obwohl es aussieht, als hätte er nicht sonderlich viel mit Mia gemein. Hey! Es war auf der juristischen Fakultät. Ich war im dritten Jahr und sie hat uns geprüft. Sie war anders als die anderen Studenten. Anders? Sie war stark. Sie hätte alles getan, um Verteidigerin zu werden. Das war wohl der Grund, warum sie sich von mir angezogen fühlte. Bitte? Intellektuell angezogen. Lana war die Beste ihrer Klasse. Ich war die Beste überhaupt. Oh. Ich bin übrigens auch ziemlich gut in der Schule. Es klingt etwas anders, wenn Emma das sagt. Nun, Herr Wright. Entschuldigung. Wie Sie deutlich sehen können, gebe ich meine Schuld zu. Ich denke, es ist zulässig zu sagen, dass Sie diesen Fall auf keinen Fall annehmen können. Auf keinen Fall. Aber Lana... Du warst immer so, nicht wahr? Du denkst niemals an jemand anderen als an dich selbst. Ich weiß, dass du es nicht getan hast, Lana. Ich weiß es. Also, wie kannst du es sagen, du wärst es gewesen? Wenn ich dich verliere, werde ich allein sein. Ich hasse dich, Lana. Herr Wright? Ja? Ich denke, unser Gespräch ist jetzt beendet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Oh, sie nimmt sich meiner Hilfe an. Meinen Sie, Sie wollen meinen Dienst als Verteidiger in Anspruch nehmen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Klient hat gestanden. Der Fall ist vorbei. Sicher, ich werde alles versuchen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Alles klar. Lana hat das Verbrechen gestanden, ja. Aber da stimmt was nicht. Dieser Ausdruck in Emmas Augen. Da ist noch etwas anderes. Und ich werde herausfinden, was. Ja, irgendwie ist das komisch. Tut mir leid, Herr Wright. Hä? Was tut dir leid? Meine Schwester. Sie ist nicht immer so, wissen Sie? Ich habe es nur nicht erwartet, nochmal einen Staatsanwalt zu verteidigen.
Sie hat sich sehr verändert. Sie war früher so sanft, immer gelächelt. Jeder mochte sie. Ich verstehe. Tut mir leid, aber es fällt mir schwer. Mir das vorzustellen. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß es selbst nicht genau. Ich denke, dass sie vielleicht... Nun ja, vielleicht auch nicht. Da entzieht sich wohl etwas einer wissenschaftlichen Erklärung, wie es scheint. Sollen wir uns die Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft ansehen? Okay. Alles klar. Dann bewegen wir uns doch mal zur Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Oh. 22. Februar, Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Hier in dieser Tiefgarage ist es also passiert. Sieht aus, als würden sie immer noch ermitteln. Komisch, dass mein erster Besuch bei den Staatsanwälten auf diese Weise geschieht. Hallo, Allemann! Arbeiten Sie weiter so gut! Das ist mal ein bisschen markant, Emma. Ein bisschen männlich. Hey, was sollte das denn? Nun ja, in 3 Jahren werden das meine Kollegen sein. Da kann es nicht schaden, mal Hallo zu sagen. Das kann es sehr wohl. Weißt du nicht, dass Anwälte den Tatort nicht betreten sollten? Ich versuche hier, nicht zu auffällig zu sein. Verstanden? Hey da! Hast du erwartet, dass dich keiner sieht, Partner? Partner? Was haben wir hier? Sieht aus, als wenn eine Bambine ausgebrochen ist und Ärger verbreitet. Die Typen sollten lernen, ihre Schäfchen an der Leine zu halten, Kumpel. Herr Marshall? Marshall? Sieht für mich eher wie ein Sheriff aus. Pass auf, Kleiner, ich weiß, was du denkst. Aber hier ist der Jagdgrund von unserer Gang, okay? Jagdgrund? Unser Claim, unser Gebiet und die Goldmine sind Beweise. Wenn du dich in was einmischst, das uns gehört, wird's dir leid tun, Partner. Weißt du was, die Kakteen in der Wüste träumen? Willst du's wissen? Wovon spricht dieser Typ nur, ich glaube? Der ist ein bisschen kaputt im Kopf. Lauf nach Hause, fröhliche Wege, Bambina. War dieser, Hompere ein Freund von dir? So etwas ähnliches, ja. Er ist ein Inspektor. Der glaubt, er wäre ein Sheriff aus dem Wilden Westen, wie es scheint. Okay. Wir können hier auch wechseln, weil das ein Doppeltatort ist. Okay. Dann suchen wir doch hier erstmal alles so ein bisschen ab. Und zwar gehen wir doch mal hier drauf. Was ist das? Eine Brieftasche? Entschuldigung, Wachtmeister. Moment, was tun Sie da, Herr Wright? Was ich tue? Ich habe diese Brieftasche gefunden und gebe sie nun der Polizei? Das glaub ich ja nicht. Das ist die Grundregel. Alles an einem Tatort ist ein Beweisstück. Gehen wir das wissenschaftlich an, bitte. Genau. Stecken Sie ihn einfach in die Tasche. Inwiefern ist das wissenschaftlich? Sieht mir eher nach Diebstahl aus. Brieftasche wird hastig in die Tasche gestopft. Aufklappbar, am Tatort gefunden. Es scheint etwas darin zu sein. Ich werde zur Pflicht gerufen und das in meinem Alter. Hier, ich zeige Ihnen den Trick, wie man Beweise genau untersucht, okay? Wie Ihre Augen blitzen. Man sieht, dass sie auf diesen Moment gewartet hat. Okay. Also sehen Sie sich die Gerichtsakte an. Jawohl. Es ging mir erklärt, wie wir Beweise untersuchen können, weil das ist jetzt auch neu in diesem Fall. Oder beziehungsweise, das ist halt ja diese Zusatzepisode von Ace Attorney, Fall 5. Normalerweise ist das, deswegen waren ja auch bei Fall 4 schon die Credits gelaufen. Und das war so ein zusätzlicher Fall, der bei der Nintendo DS-Version meines Wissensstandes nach hinzugefügt wurde. Deswegen gibt es auch jetzt die Maya nicht mehr, sondern die Emma jetzt in dem Fall. Sie müssen sich sicherstellen, dass Sie das Beweismittel von allen Seiten genau ansehen. Gut, und jetzt suchen Sie es nun aus jeder Richtung. Okay, kann ich das eigentlich auch... das ist ja perfekt. Dass man das auch so mit der Maus machen kann. Hier ist noch ein Knopf. Oh, sehen Sie, da könnte ein Hinweis sein. Sie sollten ihn sich ansehen. Mit Enter, okay? Mach so. Oh, Polizeibehörde. Das ist dein Ausweis. Inspektor Bruce Goodman, Ausweis Nummer 5842189. Sehen Sie? Nun, ist die wissenschaftliche Untersuchung nicht nützlich? Ich schätze schon. Auch wenn ich nicht weiß, was daran Wissenschaft ist. Bruce Goodman. Goodmans Ausweis zur Gerichtsakte hinzugefügt. Polizeiausweis gefunden am Tatort, Büro der Staatsanwaltschaft. 5842189 laut die Ausweisnummer. Untersuchen wir jedes Beweisstück, das wir finden.
Ich schätze, ich muss von jetzt an auf der Hut sein. Okay, dann gucken wir doch mal hier weiter. Ein Telefon. Hier, ein Telefon. Mal sehen, ob es funktioniert. Hey, fass nichts an, was wir nicht anfassen müssen. Ich kann nichts hören. Meine Ohren. Nein, meine Ohren. Vielleicht wegen des Luftdrucks. Was blabbert sie da? Hey, was sagten sie gerade? Siehst du, du hörst sehr gut. Das Telefon ist kaputt. Okay. Was haben wir hier? Kein Hinweis, okay. Dann gehen wir doch gerade mal wechseln. Gehen hier gerade mal rüber. Ein Telefon. Nun, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Suchen wir nach Hinweisen. Ich frage mich, was das hier ist. Tja, Partner, sieht aus, als wenn du nicht stillschweigend gehen willst. Der Sheriff. Ich hab doch schon gesagt, das ist unser Claim. Ihr verzieht euch besser. Es sei denn, ihr wollt eine Kugel kassieren. Puh, erschreckend. Können Sie uns nur eines sagen, wem gehört dieses Auto? Sieh an, die kleine Ballerina hat eine gute Spürnase. Du willst wissen, wer den roten Mustang mit der Leiche im Sattel reitet, hm? Bitte. Kein Problem, Püppchen. Ist sowieso Zeit für den Proviant. Schaff dein Hintern in den Saloon im 12. Stock des Büros der Goldschürfer. Da findest du sicher ein Cerveza, das dir schmeckt. Büro der Goldschürfer? Wo glaubt dieser Typ zu sein und wann vor allem? Memo an mich, Proviant, Saloon, Cerveza nachschlagen. Vielleicht sollten wir uns Raum 1202 anschauen, das Büro des Oberstaatsanwalts. Haltet euch auf jeden Fall von dem Wagen fern. Ihr könnt hier auskundschaften, was ihr wollt, aber bleibt von meinem Claim weg. Sicher, großartig. Okay. Großartig, vielleicht gibt es noch Hinweise, Herr Wright. Schauen wir uns um. Entschuldigung. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Uns? Wer bist denn du? Was soll das denn? Sie kann doch nicht wirklich... Sie verkaufen Lunchboxen hier? Das ist ein Tatort. Hallo, halb und halb, nicht wahr? Oh, danke. Und Sie? Ja. Etwas knusprige Güte für Sie. Danke, interessante Geschäftsidee. Dieser Bereich ist nur mit Genehmigung zu betreten. Vor allem nicht von Passanten, oder sind Sie Polizisten? Nein, aber Sie sehen nicht eben wie jemand aus, der eine Genehmigung besitzt. Also, das ist wohl kaum eine angemessene Begrüßung. Auch wenn meine Tage als Ausspuckkönigin vorbei sind. Ausspuck? Hä? Ich bin ziemlich satt. Vielleicht verzichte ich auf das Mittagessen. Ich stehe mit diesem Fall in enger Verbindung, wissen Sie. Die Bilder haben sich mir in die Augen gebrannt, könnte man sagen. Ja, all die schrecklichen Geheimnisse. Geheimnisse? Meine Güte, ihr seid nicht die Schnellsten, oder? Ich meine den Mord, das Erstechen dieses Inspektors. Was? Ein Zeuge hat mich die Tat begehen sehen. Oh, fuck. Dann sind Sie die Zeugin, über die meine Schwester gesprochen hat. Bitte, Ausspuckkönigin, sagen Sie uns, was passiert ist. Mein Name ist Angel Star. Merkt euch das. Oder ihr liegt wimmernd vor mir am Boden. Bevor ihr euch's verseht. Ja, war ja, die meint es ernst. Okay, Ausspuckkönigin, der Fall. Irgendwie wusste ich es. Gestern war ein Tag des Schicksals. Ich wusste, dass etwas passieren würde. So wie ich weiß, dass an jedem Freitag das Tagsmenü Lachs ist. Schicksal? War gestern aus irgendeinem Grund ein besonderer Tag? Sie sind ein Strafverteidiger, oder? Dann sollten Sie das wissen. Sie sollten die bösen Missetaten in diesem Hort der Ungerechtigkeit kennen. Böse Missetaten? Staatsanwälte, Sie haben keine Scheu, den Namen Unschuldiger zu besudeln. Und gestern haben Sie dem Bösesten unter Ihnen Tribut gezollt. Sie gaben ihm den Preis des Staatsanwalts des Jahres. Was für eine Farce. Sie sagt also, es gab gestern eine Art von Staatsanwaltsversammlung. Ich war versucht, Ihre Mittagessen mit etwas Schlechtem zu benetzen. Haben Sie persönlich etwas gegen Staatsanwälte? Oder gibt es einen wissenschaftlichen Beweis, dass Sie böse sind? Junge Frau,
Es ist gefährlich, mich zu verspotten. Sie werden bald herausfinden, warum man mich Ausspuckkönigin nennt. Oh. Der Schlimmste unter den Bösen. Der Schlimmste unter den Bösen, der, den man gestern ehrte. In seinem Auto fand man die Leiche. Aber weiß, dass er die bösesten Mittagessen verschlingt. Wirklich? Wirklich was? Ich bin völlig verwirrt. Eins ist klar, diese Essensdame hat etwas gegen Staatsanwälte. Was sie sahen. Also, was genau haben sie mit angesehen, Frau Star? Es war ein faszinierendes Schauspiel, das ist sicher. Jetzt glaube ich zu verstehen, was mit die Rache einer Frau gemeint ist. Zu sehen, wie Lana Sky das Messer so führte. Oh oh. Ihr Messer zerschnitt sein Fleisch, nein, zerteilte seine Seele. Ein wirklich sehenswertes Bild. Sie meinen, sie sahen das eigentliche Verbrechen? Das Geräusch der silbernen Fäden, die ihn an die Wand binden. An die Welt binden, grausam durchtrennt. Und das rhythmische Schlagen von Lana Skys Messer. Moment mal, Sie kennen Lana Sky? Natürlich. Ein Heldenstück, Generalstaatsanwältin zu werden. Wie viele Henkelmänner der Sünde sie auf ihrem Weg gefüllt hat, frage ich mich. Sie reist immer mit leichtem Gepäck. Warum kennt diese hübsche Essensdame den Namen der Generalstaatsanwältin? Angel. Können wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person stellen, Frau Star? Ich komme jeden Tag her, um Mittagessen zu verkaufen. Ich importiere nur das Frischeste und Beste aus dem Fernen Osten. Aus irgendeinem Grund sind Mittagessen in der Box der große Renner. Warum machen Sie denn das Essen nicht lieber hier, statt es zu importieren? Haben Sie etwas gesagt? Nein. Nur echte Genießer können das verstehen. Die bereits General Zoss Trilobite Lunchbox probiert haben. Ich kann nicht, Sie haben gewonnen. Ich will nicht mal wissen, wie so ein Trilobite schmecken könnte. Egal, auf jeden Fall komme ich jeden Tag hier, um Essen zu verkaufen. Mein Freund arbeitet hier im Wachraum des Büros der Staatsanwaltschaft. Ihr Freund? Sehen Sie den Wachraum da drüben? Die verglaste Bucht? Ich verkaufe mein Essen und wenn ich schon mal da bin, schaue ich bei ihm vorbei. Da du schon mal da bist, anscheinend ist dir das Geschäft wichtiger als Liebe. Um nun die bisher verfügbaren Daten wissenschaftlich zu analysieren. Sie, Frau Star, sind eine Essensverkäuferin mit einem anderen Grund hier zu sein. Nützliche Analyse. Staatsanwaltschaft? Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Staatsanwälten gemacht, Frau Star? Ich spüre eine leichte Feindseligkeit. Feindseligkeit? Ha, vielleicht. Staatsanwälte sind alle gleich. Je höher sie steigen, umso schlimmer stinken sie. Wie 10 Jahre alte Muscheln in der Suppe. Uah. Ich frage mich, ob Frau Stein in der Vergangenheit Ärger mit dem Gesetz hatte. Das wäre ein klarer Fall von Lebensmittelvergiftung, wissenschaftlich gesehen. Ich meine, jetzt reden sie wie die Ausspuckkönigin. Ich dachte, es wäre nur eine Essensverkäuferin, aber jetzt bin ich da nicht mehr sicher. Okay, Leute. Und was wir beim nächsten Mal herausfinden, ob es Lana wirklich war und ob wir überhaupt noch entlastende Beweise finden, sehen wir im nächsten Part von Phoenix Wright, Ace Attorney. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.